Im Land Rover Experience Center in Wülfrath bei Düsseldorf haben wir uns den Land Rover Defender, die Mercedes G-Klasse und den Toyota Land Cruiser mal genauer betrachtet. Zugegeben, es gibt Langweiligeres, als die Dinosaurier der Offroad-Gemeinde in einem Kalksteinbruch aufeinandertreffen zu lassen. Aber deshalb haben wir es ja auch getan. Auch wenn man feststellt, dass alle drei konzeptionell sehr weit auseinander sind. Trotzdem sind die drei so etwas wie die Stars der Offroad-Gemeinde und gelten alle drei als zuverlässige Arbeitstiere. Und das weltweit. Alle drei Fahrzeuge sind, und das war vor einigen Jahren noch nicht so selbstverständlich, von Dieselmotoren angetrieben. Und viele jemals gebaute Exemplare sind ja auch noch alle im Einsatz. Im Gelände machen alle drei eine gute Figur, oder? Zuerst kommen wir zum erstmals als Land Rover bereits 1948 vorgestellten Defender. Wir sitzen jetzt hier im Defender, dem Land Rover Defender, der eigentlich diese ganze Offroad-Szene begründet hat. Das sicherlich älteste Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug wird auch sehr puristisch Stück für Stück weiterentwickelt, beziehungsweise kaum weiterentwickelt, was der Fangemeinde natürlich sehr gefällt. Es gibt auch kaum ein Fahrzeug, was so sehr polarisiert wie dieser Defender, wo man noch alles selber machen muss, wo man noch die Sperren einlegen muss. Dieses Fahrzeug ist für viele etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, es ist halt unglaublich veraltet. Wir versuchen jetzt mal hier diese Treppe hinaufzufahren. Geländegängigkeit ist unglaublich an diesem Fahrzeug. Ein bis zu einem halben Meter tiefes Gewässer stellt für den Defender kein Problem dar. Wie das Mercedes G-Modell wurde der Land Rover eigentlich für den Militärdienst konzipiert. Muss er irgendwo hoch, so sind maximal 45 Grad möglich. Wenn der Defender an eine Schräge heranfährt, so sind vorne bis zu 49 Grad möglich und beim Herabfahren hinten bis zu 36 Grad. Der Rampenwinkel ist der Winkel, bis zu dem ein Fahrzeug über eine Rampe fahren kann, ohne dass es mit seinem Unterboden auf der Rampenkante aufsetzt. Der Defender glänzt mit bis zu 30 Grad. Dies verdankt er auch seiner hohen Bodenfreiheit. Die Verschränkung ist ideal. Fährt der Land Rover an eine Schräge seitwärts heran, so ist ein Neigungswinkel von bis zu 35 Grad möglich. Aber ehrlich gesagt, hätten wir das nie ausprobiert. Der Land Rover Defender blickt auf eine über 60-jährige Historie zurück. Er hat sich bislang fast 2 Millionen Mal verkauft und wurde zum vorerst letzten Male 2007 renoviert. Außen erkennt man ihn nur am neuen Profil der Motorhaube, doch die inneren Werte wurden schon etwas heftiger geschliffen. Besseres Fahrverhalten auf der Straße und einen Hauch mehr Komfort. Im Innern hat sich am Raumangebot nichts geändert. Platz ist genug da, zumindest beim 110er. Man erkennt ein völlig neues Armaturenbrett im Innern. Aber für die Fans ganz wichtig, das Zündschloss ist immer noch links neben dem Lenkrad platziert. Dafür wurden der Sitzkomfort sowie Heizung und Klimatisierung deutlich optimiert. Kommen wir zum zweiten Urvieh mit der Erfahrung des militärischen Geländeeinsatzes, dem neuen Mercedes G-Modell. Alle Modelle verfügen nun über LED-Tagfahrlicht, das unterhalb der Scheinwerfer angebracht ist, und über neu gestaltete Seitenspiegel. Als Antrieb dienen auf der einen Seite der hier vorgestellte Dieselmotor G350 BlueTech und der G500,
Auf der anderen Seite gibt es nun zwei neue AMG-Modelle, womit der G55 AMG abgelöst wird und nicht mehr verfügbar ist. Im Innenraum hat sich eine Menge getan. Neue Ansprüche der Kunden nach Multimedia- und Fahrassistenzsystemen erforderten eine grundlegende Überarbeitung. Das Ergebnis mit einer gänzlich neu gestalteten Mittelkonsole und Instrumententafel kann sich sehen lassen. Ja, wir sitzen hier in der neu überarbeiteten G-Klasse. Die G-Klasse gehört zu den Urtieren, wenn man so will, des Offroad-Segments. Die wirklichen Offroad-Fahrzeuge zusammen mit dem Land Cruiser und dem Land Rover Defender ist die G-Klasse sicherlich das bemerkenswerteste Fahrzeug, weil das Fahrzeug auch bei der Bundeswehr eingesetzt wird und in vielen, vielen Ländern militärisch verwendet wird. Die G-Klasse hat eine hervorragende Geländegängigkeit, aber dieses Fahrzeug, das muss man auch ganz klar sagen, ist schon in die Jahre gekommen. Das Fahrzeug wurde 1979 bereits in der Urform erstmals vorgestellt. Gehört natürlich, wie gesagt, mit dem Land Cruiser und auch dem Defender von Land Rover zu den wirklich guten Fahrzeugen im ganzen Offroad-Segment weltweit. Und deswegen stellen wir das Fahrzeug hier jetzt auch vor. Die Mercedes G-Klasse wurde nochmal von Mercedes-Benz überarbeitet, ganz aktuell für den Jahrgang 2013. Das Fahrzeug ist schon etwas in die Jahre gekommen. Mercedes hat allerdings ein gutes Händchen bewiesen, dieses Fahrzeug immer wieder frisch zu halten, zu renovieren, auch wenn die Grundkonzeption natürlich Jahrgang 1979 ist. Wir versuchen jetzt hier mal eine Steigung, das macht der Mercedes natürlich mit links, wenn man so will. Aber man muss sagen, er kann nicht nur im Gelände gut aussehen. Im Gelände ist er ohnehin sehr gut zu Hause. Er beherrscht das Terrain. Aber wenn man ihn gewaschen hat, warum nicht damit vor die Oper fahren? Das kann er auch. Das können viele andere eben nicht. Jetzt machen wir hier noch eine Abfahrt. Und jetzt Abfahrtkontrolle hat er natürlich auch. Das macht das Auto fast ganz von alleine. Und er ist sehr stabil. Ein tolles Fahrzeug. Der dritte im Bunde, der Toyota Land Cruiser. Auf der ganzen Welt ist der Land Cruiser zu finden. Keine Nachrichtensendungen, in der nicht ein Land Cruiser durch das Bild fährt, egal auf welchem Kontinent. Das macht ihn zur Nummer 1 in der Verkaufsrangliste. Ganze 6 Millionen Mal wurde er seit 1951 gebaut und gilt als extrem zuverlässig. Der hier gezeigte V8 ist der im Herbst 2012 leicht überarbeitete J20. Neben einer retuschierten Optik, die unter anderem Tagfahr- und Heckleuchten mit LED-Technik brachte, wurde ein neuer V8-Benziner eingeführt, der jedoch nur in bestimmten Märkten zu haben ist. In Europa wird weiterhin ausschließlich ein V8 Diesel angeboten, der nun 272 PS leistet. Ja, ich sitze jetzt hier im Toyota Land Cruiser V8, das ist die Top-Version, der große. Es gibt ihn auch als V6 in einer kleineren Version und es gibt sogar noch einen mit einem ganz kurzen Radstand. Generell muss man sagen, dass weltweit sehr viele verschiedene Land Cruiser Modelle im Einsatz sind. Der Land Cruiser ist sowieso von allen dreien, die wir hier vorstellen, der meistverkaufte weltweit. Das Fahrzeug ist mit Abstand das teuerste bei uns im Test, aber es hat vielleicht auch nicht ganz so die Ausstrahlung, die eine G-Klasse hat. Es ist halt das Arbeitstier. Es kann sehr viel. Das Fahrzeug ist ein unglaublicher Offroader. Und man merkt auch hier, er schafft alles. Er kommt überall hoch. Er ist halt erprobt. Er hat eine sehr, sehr gute Fahrwerksabstimmung. Und er ist halt im Offroad-Segment auch, wie ich schon sagte, das Maß aller Dinge. Aber
man merkt auch diesem Fahrzeug an, es ist sehr, sehr weich, gerade auf der Straße. Und man braucht bloß hineinschauen und man sieht sofort, es ist ein Fahrzeug, das für den nordamerikanischen Markt entwickelt wurde. So, jetzt versuchen wir mit dem Land Cruiser mal hier eine Steigung, das sind 75%. Die fahren wir jetzt hoch und er hat ganz normal den Offroad-Modus drin. Und es würde mich schwer wundern, wenn er hier nicht hochkäme. Aber das macht er mit Bravour. Das Fahrzeug kann wie die anderen auch im Gelände voll und ganz überzeugen. Zusammenfassend kann man allen drei Urtieren des Offroads eine hohe Geländegängigkeit attestieren. Aber alle drei verfügen über einen sehr unterschiedlichen Charakter und auch über sehr unterschiedliche Preise. So ist der Land Rover Defender 110 schon ab 29.390 Euro in Deutschland zu haben. Für den G350 hätte Mercedes gerne mindestens 85.311,10 Euro. Und der Toyota hat einen Basiswert von 74.950 Euro. Der Land Rover ist Basic pur. Robuste Technik mit viel Klassik-Charme. Der Mercedes ist klassisch, aber mit moderner Technik und Komfort. Fürs Gelände und für die Fahrt zur Oper. Der Toyota ist der Unaufgeregte. Er kann sehr viel, ist zuverlässig und alltagsbereit, allerdings sehr amerikanisch. Jeder ist einzigartig, auf seine ganz eigene Art.